Ja, meine Lieben, weiter geht's in Shovel Knight. Shovel of Hope. Ja, und dann sind wir mal gespannt. Was ist das? Oh, Koop kann man auch machen. Das ist auch geil. Aber leider habe ich niemanden, der mit mir spielt. Ich glaube, ich kann den Ton lauter machen, oder? Ja. Halt, keine Waffen. Schlimm genug, dass hier jeder mit einem Schwert herumfuchtelt. Ach, haha, das ist ja keine Waffe, nur eine Schaufel. Dann kannst du durch. Und nicht vergessen, drücke nach oben, um mit allen zu plaudern. Was ist denn, wenn ich mit keinem plaudern möchte? Rehdame, sehr einfallsreich. Warum ist eigentlich das Viereck? Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Nee, ist egal. Ich weiß noch, als wir von der Zeit des Ordens ohne Gnade noch keine Angst hatten, so herumzulaufen. Okay. Dieser seltsame Kerl Kisten verkauft Relikte. Ich würde mir so gerne welche kaufen. Na, ich wollte nicht den Abenteurer. Ach komm, egal. Was mit dem? Sei mir gegrüßt, Reisender. Ich bin nur ein einfacher Barde, doch ich habe ein großes Problem. Ich habe alle meine Notenblätter verloren. Mein komplettes Repertoire ist über das ganze Land verstreut. Solltest du ein Notenblatt finden, bring es mir zurück und ich belohne dich, fürstlich. Holla, du hast ja zwei Notenblätter. Vortrefflich, für jedes bekommst du 500 Gold. Ja klar, wundervoll. Lass uns mal sehen. Oder hast du ja der Rivale? Black Knight hat einen guten Musikgeschmack. Hätte Komposition. Aber dann wäre ich wohl derjenige, der einen Rivalen hat. Jetzt, wo ich dieses Notenblatt habe, kann ich das Lied jederzeit für dich spielen. Einfach fragen. Okay. Molly, oh, was für ein hübsches Gesicht du hast. Du solltest uns öfter mal besuchen. Toll, danke. Ich weiß, dass ich hübsch bin. Ziegelehrter. Ach, Entscheidung. Soll ich Magie der Gesundheit verbessern oder einfach die Konservendosen essen? Kauf doch eine Essensmarke und hilf mir, mich zu entscheiden. Okay. Was kostet die? 1000? Die kostet 1000? Ach komm, ist egal. Heldentat vollbracht. Erster Kauf. So. Ach, Entscheidung. Ich hab doch gerade schon für den... Ach, egal. Ich werde weiter meine Optionen abwägen. Ein Taktiker wie ich sollte alle Möglichkeiten durchdenken. Eine Essensmarke. Her damit. Ich werde mein bestes Rezept kochen. Ja. Ich werde deinen Gaumen im Handumdrehen entzücken. Also bon appetit. Es tut mir leid wegen dem Chaos. Wow. Super. Was ist hier? Möchtest du noch mehr von deinen Relikten verwenden? Oh ja, natürlich. Ich kann deine maximale Energie erhöhen. Gut. Oh, aber noch keine Relikte. Kann ich nicht. Du musst ein paar Relikte finden. Okay. Mein Gott, das ist bestimmt hier so ein Shop, ne? Saftmarkt. Ah, ein neues Gesicht. Tänzer, Alkolyten, Hexenziegen. Hier sind alle willkommen. Oh, dieser Spektre-Knight. Wenn den nur jemand besiegen könnte, dann würde ich dem meinen größten Schatz geben. Gehasster König. Ach, ich armer Tropf. König ist nichts. Über nichts als einen einsamen Barhocker herrsche ich. Kenn ich. King Knight sitzt auf dem Thron von Stolzmoor. Dieser vergoldete Gag wird schon bald sehen. Oma Sumpf. Hippe, Grippe, Torf und Schippe. Mein drittes Auge sieht nutzlose Infos über dich. Excavatio, du hast 7 Haufen umgegraben. Aurun Infiniosa, du hast 5821 Gold aufgesammelt. Tanato Refutatum, du bist 4-mal im Kampf gefallen. Temporum, du hast 21 Minuten mit deinem Abenteuer verbracht. Durch Zauberei sehe ich alles, was du tust. Komm wieder, wenn du noch mehr nützliche Fakten willst. Danke für deine Hilfe, freundliche Hexe. Ich bin keine Hexe. Ja, da muss man vorsichtig sein mit solchen Behauptungen. Boah.
Hey Shovel Knight, ich weiß, dass du in der Lage ernst, aber schmeiß nicht die Schaufel ins Korn. Was für ein Wortspiel. Abfisch. Hallo, hoch auf den. Was? Ein Gefäß über das. Für das mystische Sekret. Halte nach oben und Y gedrückt ein Gefäß für das mystische Sekret, aber woher nehmen? Ja, der hat ja noch eins. So, und ich denke mal, das mystische Sekret kriege ich oben. Psst, hey du Blauer, du wirst nicht glauben, was ich heute für Waren für dich habe. Willst du mal sehen? Ja. Was ist das? Angelrute. Wirf sie in ein Loch aus und warte ab, was anbeißt. Eine Kugel mit unendlichem Kampfpotenzial. Scheiße, nicht mehr genug Geld. Dann nehmen wir noch die Angel. Scheiß drauf. Halte nach oben und Y gedrückt, wirf sie in ein Loch aus und warte, was anbeißt. So, mit Y kann ich auf jeden Fall hier so einen Kram auswählen. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, gar nicht mehr genug Geld, dass die mir überhaupt da irgendwelche magischen Sachen reinmacht, oder? Ja, war klar. Zaubertrank. Steigert deine maximale Magie um 10 Punkte. Klasse. 1500. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Scheiß drauf. Ich renne jetzt hier auch einfach durch. Ich habe keinen Bock, mit den ganzen Leuten zu reden. Da oben ist ein Notenblatt. Wie komme ich da hin? Tja, kann ich noch nicht hoch genug springen. Madame Magie, ach hallo, mein flügelloser Freund. Wenn du einen Amiibo hast, kann ich es verwandeln. In eine Fee, die dich begleitet. Soll ich eine vorwitzige Fee für dich beschwören? Ja, bitte. Rucke die Gu, was tun wir nu? Beschwören. Aber du hast doch noch gar keinen Amiibo gescannt. Ich kann auch nicht ohne irgendwas zaubern. Fuck you. So, was ist das? Burg Stolzmoor, King Knight. Abfischteich. Und hier Spectre Knight. Gehen wir zum Spectre Knight. In die Erde damit. Ha, ich wusste es doch. Der Froschkönig. Ha. Ach so. Ich wollte gerade sagen, da muss ich ein bisschen an meinem Timing einfach arbeiten, glaube ich. Und ich verwechsel immer den Schaufelknopf mit dem Sprungknopf. Das ist viel schlimmer. Ach, fuck. Yeah. Oh, da oben scheine ich nicht hinzukommen. Dann hauen wir mal lieber ab. Oh nein! Yeah! Ach Leute! Nein, ich wollte doch nochmal nach da oben! Scheiße! Nee. Immer weil ich den Sprung und den normalen Knopf verwechsel. Haha. Leg dich nicht mit Schovel an. Oder Sohan?
Oh. Das ist natürlich jetzt nicht so fein. Ha. Kein Feind ist zu groß für mich. Kein Feind ist zu schwer. Nein, andere Richtung. Genau. Ey, warum ist dunkel? Ich will nicht, dass es dunkel ist. Dass es dunkel ist, heißt, dass man nichts mehr sieht. Och Mann. Jetzt wollte er mich aber verarschen hier. So. Da muss man sich echt konzentrieren. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe da jetzt so viel Energie verloren. Unglaublich eigentlich. Aber wirklich, das größte Problem ist für mich das Verwechseln von dem Sprung und dem Schlagknopf. Boah. Mit dem eigenen Kopf erschlagen. Was für ein jämmerlicher und erbärmlicher Tod ist das? Wenn du von deinem eigenen Kopf getötet wirst. Ah, da kann ich es mir denken. Ach, scheiße, nicht schnell genug. Ach, scheiße. Ha. Boah, ich bin der... Oh, ich wollte schon sagen. Ich dachte schon, ich wäre schon runtergefallen. Wo bin ich? Immer noch hier. Ich dachte schon, ich wäre schon längst weiter. Nein! Ich bin runtergefallen, weil... ich den Sprung und den Hauknopf wieder verwechselt habe. Ich bin so absolut null oldschool, glaube ich. Normalerweise müsste ich das ja im Schlaf können. Und dabei hat man eigentlich nur zwei Knöpfe. Das ist noch viel deprimierender. Ach, scheiße. Boah, und ach, jetzt fliegt das da unten auch noch rum. Ich komme da ja gar nicht dran. Ich bin wieder runtergefallen. Glaubt's oder nicht, ich bin wieder runtergefallen. Scheiße da, ey, mit dem Dunkeln. Ficken, ey. Dann ist mein Geld jetzt halt weg. Scheiß drauf. Mal ohne Scheiß. Ich mache jetzt nicht meine ganzen Leben futsch hier für so eine Fujikato-Kacke hier. Ich habe immer noch mehr als das, womit ich angefangen habe. Also scheiß drauf. Und das, da hinten ist ein Notenblatt. Ach, okay. Also versuchen wir es nochmal. Ich kann einfach nicht genau abschätzen, wo der steht. Oh, jetzt. Boah. Ja, aber ich verstehe nicht, weißt du, wenn die Säcke da unten rumwuseln, wie soll ich das denn da bitte holen? Wie stellen die sich vor, wie ich das mache? Ach ja, okay, natürlich, das ist Säure, war klar.
Was auch sonst. Ist mir bisher nur nie aufgefallen, weil ich es vorher noch nie ausgelöst habe. Wenigstens muss ich aber jetzt nicht mehr in diesen blöden Raum rein, wo es die ganze Zeit dunkel wird. Boah. Och nein, ey, ich dachte, ich springe da weit genug, wenn ich... Um es in den Worten vom Angry Video Game Nerd zu sagen, fuck. Wow. Was ist das für eine schwule Kacke? Oh. Ja, und das geht bestimmt nach oben. Oh nein, ich spring da einfach rein in diese verfickten Kackdinger. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.